Heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir diesen Minigarten gestaltet haben. Das ist ganz einfach zu machen. Ich weiß nicht, ob es ein neuer Trend ist. Ich habe es jedenfalls nur in Amerika gefunden bisher. Schaut ein paar Minuten zu. Wir zeigen euch, wie es geht. Es ist ganz, ganz einfach. Für so einen Minigarten braucht ihr natürlich erstmal ein Gefäß. Was ihr für ein Gefäß nehmt, das ist ganz euch überlassen. Also ihr könnt jetzt so ein altes Tablett nehmen, wie ich hier habe. Ich habe mir gedacht, damit hat man natürlich ein bisschen mehr Platz, um da ein bisschen was hinzustellen und ein bisschen was zu zaubern. Und so ein Tablett kann man sich auch toll auf den Tisch stellen. Oder ihr könnt natürlich auch eine Mandarinenkiste, oder das ist jetzt hier von Erdbeeren gewesen, so eine Kiste könnt ihr auch nehmen. Dann ist der Garten ein bisschen kleiner, kann man sich auch toll auf den Tisch stellen. Bei den Kisten könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr die Ecken abschneidet und dann eben bloß diesen Rand habt oder ob ihr die Ecken stehen lasst. Wir waren jetzt der Meinung, wir lassen die Ecken stehen als Einzäunung für den Garten. Wir probieren es einfach mal so aus und wenn es nicht gefällt, kann man die Ecken immer noch abschneiden. Also wir lassen das jetzt so und ja, dann geht es weiter mit Gestaltung. Jetzt muss da natürlich ein bisschen Farbe drauf oder ein bisschen Deko ran. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ich hatte euch in einem Video mal gezeigt, dass man jetzt hier lauter kleine Holzstückchen gegenkleben kann als Garten. Wäre natürlich auch wieder eine Idee, da Holzstückchen gegenzukleben. Oder wir können das auch im Shabby, diesmal wollte ich das im Shabby oder Vintage-Style machen und habe mir gedacht, ich streiche das einfach. Da das jetzt hier kein Papier ist, sondern eben richtig aufgedruckt auf dem Holz, lasse ich das als untere Schicht schon mal drunter. Man braucht ja bei diesem, weil ich das ja im Krakel-Look, Vintage-Chevy-Style machen wollte, braucht man ja unten eine dunklere Farbe. Die ist jetzt hier ringsrum schon dran. Die lasse ich jetzt einfach. Gehe jetzt hier mit meinem Krakelierlack drauf und habe die unterste Schicht mir gespart. Wenn ihr das auch so gestalten wollt und solche Schicht eben nicht drauf habt, müsst ihr erstmal eine dunkle Farbe streichen. Oder je nachdem, ob ihr vorne, also oben drauf hell oder dunkel haben wollt, müsst ihr euch entscheiden, welche Sorte ihr unten haben wollt. Soll es außen hell sein, braucht ihr unten eine dunkle Schicht, damit man die Krakel besser sieht. Also ich habe mir die Schicht gespart. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, so ein altes Tablett zu nehmen. Ich hatte das jetzt hier noch rumstehen in der Garage. Da haben jetzt schon, was weiß ich, meine Hunde mal dran rumgenagt und sowas. Aber da das jetzt Vintage und Shabby gestaltet wird, ist das auch ganz egal. Dann schleift man sich die Stellen noch mal ein bisschen glatt. Hat jetzt natürlich dann richtig einen Vintage- oder Chevy-Charakter nachher, weil das so ein bisschen angefressen ist. Wird alles ein bisschen angeschliffen, was absteht, was irgendwo lose Stellen sind. Und dann kann man das auch schon streichen. Um jetzt so eine Krakelstruktur, also so eine gerissene Struktur zu erzeugen, braucht man einen Krakelierlack. Und den habe ich hier von Art Idee. Damit streiche ich mir jetzt meine Objekte, die ich gestalten möchte. Wie gesagt, ich habe mir die erste Schicht gespart, aber ihr müsstet jetzt eine dunkle oder eine helle Schicht zuerst vorstreichen und dann den Lack drauf. Bei mir geht es jetzt ein bisschen schneller, ich mache jetzt erstmal den Lack. Da das jetzt hier bei mir in der Flasche ist, muss ich den erstmal ein bisschen auftragen und dann mit dem Pinsel verstreichen. Jetzt gibt es bei diesem Krakelack auch wieder verschiedene Techniken oder Möglichkeiten zur Gestaltung. Wenn ihr das nur in eine Reihe, in eine Richtung streicht, nicht in eine Reihe, sondern eine Richtung streicht, dann reicht das ziemlich gleichmäßig. Wenn ihr das kreuz und quer streicht, dann wird das auch kreuz und quer reißen. Ich mache das jetzt einfach alles mal in eine Richtung, um das ein bisschen geordnet zu haben. Aber reißen soll das ja eh und dann ist das eigentlich völlig schnurz, ob das jetzt nach oben reißt, nach unten reißt, in welche Richtung das auch immer reißt. Hauptsache es entstehen Krakel, sage ich immer. Und auch wenn ihr solche Obstkisten verwendet, muss natürlich, wenn ihr so eine Krakelierstruktur haben wollt, nach der ersten Schicht, die ihr aufgetragen habt und nach dem Trocknen, so eine Lackschicht drauf, damit es eben reißt. Und dann trage ich auch hier meinen Lack auf und dann müssen die Kisten erstmal trocknen oder das Tablett trocknen und dann kann die nächste Schicht Farbe drauf. Also erstmal alles mit Lack einstreichen und gut trocknen lassen. Wenn euer Lack dann getrocknet ist, dann könnt ihr natürlich mit Kreidefarbe drüber gehen. Ich habe jetzt hier eine Kreidefarbe von Art Idee, Chevy Chic Kreidekolor. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mir jetzt hier so ein Beige ausgesucht. Ihr könnt aber auch so ein Pastellpink oder Pastell, was ist das hier? Pastellrosa, Pastelllila
oder eben auch das neutrale Grau haben. Das gibt es entweder einzeln oder ihr kauft es so als Set gleich und da ist dann gleich dieser Krakelack mit drin. Da ist dann auch ein Weiß als Weißgrund mit bei, damit ihr dann die anderen Farben als zweiten Kontrast Farbton auftragen könnt. Ich mache meine Mini-Gärten, die ich mir jetzt ausgedacht habe, in so einem Beige-Ton. Und dann streicht man einfach über den Lack drüber. Streicht man einfach über den Lack drüber und dann sieht man auch schon, wenn man jetzt hier so am Rand guckt, bei diesem Krakellack, dass es gleich anfängt zu reißen. Ist eigentlich eine coole Sache, wenn man diesen Look mag. Und so kann man dann eben alle möglichen Gegenstände gestalten. Nicht nur jetzt diesen Minigarten. Ihr könnt damit alles Mögliche streichen, was ihr wollt. Mit diesen zwei Komponenten halt. Hier kann man dann diese ersten Krakelrisse schon sehen. Und ich streiche jetzt erstmal mein ganzes Tablett und natürlich auch meine Obstkiste. Das brauchen wir jetzt auch nicht extra noch zeigen. Die Obstkiste mache ich auch gleich noch damit. Und dann zeigen wir wieder, wenn ich weiter gestalte damit. Unsere Obstkiste, die wir nun gestrichen hatten, die ist jetzt langsam auch getrocknet. Und ihr seht... ganz schön alt aus. Ja, da sieht man alt aus. Obstkiste sieht alt aus. Aber das wollten wir eigentlich. Den Zweck hatten wir ja... oder das hatten wir bezweckt, dass es so alt aussieht. Da muss jetzt natürlich auch wieder Folie rein, damit durch die Kiste kein Wasser durchläuft, wenn man mal zu viel gießt oder sowas. Ein bisschen Folie zuschneiden und reinlegen. Auf die Folie kommt dann natürlich wieder ein bisschen Blumenerde, damit das, was man jetzt hier reinpflanzt, auch ein bisschen Halt hat. Ich habe jetzt hier bloß so eine ganz kleine Obstkiste. Wenn ihr die größeren auswählt, könnt ihr da natürlich mehr an Sand reinmachen oder Erde. Und natürlich auch größere Pflanzen, dann hier halten große Pflanzen einfach nicht. Ich denke mal, ich bleibe hier auch wieder bei kleineren Pflanzen, aber ihr könnt auch kleine Koniferen kaufen. Oder es gibt alles so Miniaturpflänzchen, sowas könnt ihr euch in größeren Gartencentern holen. Ich habe sowas hier leider nicht in der Gegend, ich muss immer das nehmen, was ich irgendwie finde, was ich im Garten habe oder was man einfach schon so stehen hat, was man gekauft hat schon. So wird dann jetzt langsam der Garten aufgebaut. Ich habe hier wieder ein paar Stellen, möchte ich grün haben. Da habe ich Moos reingelegt. Dann kommen kleine Pflänzchen. Es gibt so viele verschiedene kleine Pflanzen zu kaufen in großen Gartencentern und sowas. Da könnt ihr euch aussuchen. Kleine Koniferen, kleine Blümchen. Es gibt extra Mini-Alpenpfeilchen. Es gibt extra ganz viele mini-gezüchtete Pflanzen extra für diese kleinen Gärten jetzt, die überall gemacht werden. Und da könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt oder ihr nehmt aus dem Garten. Ich habe meine Sachen aus dem Garten. Ich nehme immer das, was ich gerade habe, was ich gerade für meinen Garten oder so gekauft habe. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Erde aufgefüllt mit zwischenzeitlich. Und dann kann man auch schon eigentlich anfangen zu dekorieren. Ich habe mir gedacht, wir legen hier einfach diesmal bloß so eine kleine Sonnenliege hin. Ihr könnt euch Sachen kaufen oder selber machen. Das ist liegt ganz bei euch. Dann habe ich jetzt hier, es gibt solche fertigen Torbögen, die sind aber jetzt für meine Obstkiste wieder zu groß, leider. Das kommt woanders rein nachher wieder. Da haben wir noch Ideen. Dann hat man hier so einen Zweig noch von Osterdeko mit Kätzchen dran. Das passt aber farblich zu meinem Garten gerade. Deshalb habe ich den mir ein bisschen zugeschnitten. Dann gibt es so ganz kleine Dekochen, mal einen Eimer. Es gibt ein paar kleine Schuhchen. Das ist, glaube ich, hier alles ein Set gewesen. Sommer Joy, Sommerfreude, Sommerparty. Dann wird es einfach bloß hier mit reingemacht. Garten ist ein bisschen Arbeit, aber man muss natürlich auch entspannen. Deshalb die Liege. Und diese Trittsteine habe ich mir selber gegossen. Die kommen jetzt hier noch einfach in den Garten reingelegt. Das ist aus Keramik Gießmasse gegossen. Da hatten wir euch mal gezeigt, Mosaike selber gießen. Und mit diesen Formen habe ich mir die Trittsteine gemacht. Aber die kriegt man noch fertig. Es gibt auch fertige zu kaufen, aber die sind jetzt für diesen Garten hier leider wieder zu groß. Die finden aber auch noch Anwendung. Wir machen hier noch ein paar Gärten. Und wo man das alles kaufen kann, das zeigen wir euch natürlich. Also wir verlinken euch das natürlich. Sicher. Wie immer. Für die Gestaltung solcher Minigärten oder Feengärten gibt es ja mittlerweile ganz viel an Deko zu kaufen.
In den USA wurde das, glaube ich, alles mal erfunden. Die haben das schon 2011 gemacht, Minigärten, Feengärten. Und jetzt kann man die Sachen bei uns mittlerweile kaufen. Da gibt es entweder Sets oder einzelne Teile. Manche Sachen kann man einzeln kaufen. Manche Sachen könnt ihr euch selber machen. Ich habe mir so Trittsteine selber gegossen. Diese kleinen Blumentöpfchen hier, die gibt es schon immer. Es gibt Holzdeko, die ihr mit verwenden könnt. Ihr könnt euch, hier gibt es auch sogar Trittsteine zum Weg gestalten. Ihr könnt euch auch aus dem Wald Wurzeln mitbringen, Zweige mitbringen. Ihr könnt verschiedene Pflanzen und sowas. Wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Mein Garten ist dann jetzt fertig gestaltet, denke ich mal. Also weniger ist manchmal mehr. Außerdem wächst die Blume noch. Und wenn euch hinterher noch was einfällt, könnt ihr das immer noch mal ändern, könnt ihr immer noch mal hin und her schieben. Dafür ist es ja ein Minigarten, dass ihr auch ein bisschen was zu tun habt. Ihr sollt ja ständig an diesem Garten auch ein bisschen was arbeiten. Deswegen hat man den ja. Sonst hätte keinen Garten, ne? Sonst hätte keinen Garten, genau. Also immer mal ein bisschen was ändern, ein bisschen was neu gestalten, mal eine neue Blume reinsetzen oder sowas. Und ihr habt im Haus, auf eurer Kommode oder auf dem Esstisch immer was zu werkeln. Unser kleiner Minigarten in Pink hat jetzt seinen Platz gefunden. Na gut, Pink, Altrosé, Roséfarben. Einige haben uns auf Rosé, Pink ist eine verbrannte Farbe. Wir hatten ja noch den Baum vom Weihnachten stehen und genau darunter passt jetzt dieser Minigarten wie Faust auf Auge, wie Arsch auf Eimer. Also das war der Platz für den Garten und da musste der hin. Wir hoffen, wir konnten euch was Neues zeigen. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.